So, ihr Lieben, wir spielen hier mal eine Runde Quake Champions und da gibt es tatsächlich einen Spielmodus, den ich mag, auch wenn ich da ebenfalls sehr schlecht drin bin. Dieser Spielmodus nennt sich Holy Trinity oder Unholy Trinity. Und das ist halt im Prinzip ein Spielmodus, also Team Deathmatch, ohne die Spezialfähigkeiten der Champions. Ja, hier habe ich also nichts. Ich kann hier nicht meinen Grappling Hook verwenden und mit drei festen Waffen, die jeder von Anfang an hat, nämlich Rocket Launcher, Railgun und Lightning Gun. Und das ist doch genau das Schlachtfest, was ich mir erwarte. Ich habe sogar schon einen Kill gemacht, im Gegensatz zu den meisten anderen Spielmodi, aber es ist, man überlebt hier selten länger als ein paar Sekunden irgendwie. Es geht nicht nur mir so, aber ich werde natürlich jetzt, es ist das erste Mal, dass ich diesen Modus überhaupt gestartet habe. Weil der normale Deathmatch-Modus, da bin ich einfach in keine Runde reingekommen. Gab's anscheinend zu wenig Spieler. Aber das hier ist schon geil. Ich weiß nicht, wie flüssig das auf dem Video wieder mal aussieht, weil auch dieses Spiel läuft jetzt nicht so performant, wenn ich OBS nebenbei laufen lasse. Irgendwie mag OBS meine Arena-Shooter nicht so gern. Aber es ist genauso stupide und simpel, wie ich mir das eigentlich von einem Quake erhofft habe. Meine Fresse, ich möchte doch für dieses Video allerdings einen Kill mindestens zeigen. Mal sehen, wie das wird, ob das funktioniert. Deswegen weiß ich nicht, wie oft ich einfach aufhören werde zu reden, weil mein kleines Gehirn... Habe ich einen Kill gemacht? Nö. Aber es war irgendwas beeindruckend an meinem Handeln. Von daher, ja, akzeptiere ich das jetzt einfach mal. Wow. Wow. Yeah, ich hab Frank gemacht, motherfucking shit. Ich bin der Master Gamer, Pro Gamer. Tut mir leid. Habe ich Kopfschmerzen, weil ich so sehr gewackelt habe. Ja, was soll man machen? Oh, Reagan, motherfucking shit. Oh, ich wurde von irgendwem gefragt, das ist mir scheißegal. Einfach weiterspielen, einfach Rampage. Oh, fucking shit of the mother of the shit. Oh, einfach nur ballern, 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 ich werde sterben. Scheißegal. Sieg, ja, Sieg. Oh, ist das geil. Ich muss meine Brüste massieren. Nächste Runde, schnell. Ich möchte schnell eine nächste Runde spielen. Das ist richtig geil. Also, dieser ganze Champions-Scheiß interessiert mich eigentlich nicht. Aber dieser Unholy Trinity-Kack ist schon geil. Das ist schon mehr so das Quake, was ich von früher mag. Und ich wusste gar nicht, dass es diesen Modus gibt, weil manche Modi werden auch erst freigeschaltet, bis man, ab dem man einen bestimmten Spielerlevel erreicht hat. Und um diesen Spielerlevel zu erreichen, muss man halt bestimmte Matches überhaupt erst machen. Aber nun ist dieser Modus für mich freigeschaltet und ich liebe ihn. Ich möchte ihn weiterspielen und ich möchte besser werden. Ich möchte von einem unglaublich schlechten Spieler zu einem sehr schlechten Spieler heranreifen, um dann vielleicht irgendwann nur noch ein schlechter Spieler zu sein. Und ich habe ein gutes Gefühl bei dieser Sache. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Mach weiter, los. Ich möchte weiterspielen. Suche nach Matches. Muss schneller weitergehen. Ich möchte weiter an Holy Trinity spielen. Ich will nicht, dass es lädt. Rapadagandasch. Nickdack. Ugedur. Oh, eine Nachricht. Mhm. Aha. Oho. Oje. Geil, gleich gibt's Pizza. Und ich freue mich schon so unglaublich auf Pizza. Was ist das hier? 36 Sekunden? Das kann nicht wahr sein. Aber was soll ich euch sonst erzählen?
Mein neues Album wurde vor einigen Tagen veröffentlicht, namens Ascheregen. Ja, einfach mal bei Spotify nach Engelsblut suchen oder auch bei Apple Music. Da findet ihr das Album mittlerweile und es nennt sich Ascheregen. Eher so Mittelalter Folkrock, aber das könnt ihr vertragen. Das weiß ich. Stimmt ab. Ja, stimme ab. Unholy Trinity. Das hatte ich, glaube ich, noch. Box. Mode. Hatte ich das schon mal? Ja, ich glaube schon. Egal. Das ist nicht sogar die Map von gerade eben. Nee, die Map von gerade eben hatte dieses schwarze Loch, ne? Okay, ich bin bereit für The Molten Falls. Alles, was ein Quaker braucht, steht da oben links. Und ja, es sieht bislang danach aus, als wäre es wirklich alles, was ein Quaker wie ich, der etwas degeneriert in seinem Kopf und etwas degeneriert in seinen spielerischen Fähigkeiten ist, brauchen könnte. Okay. Wow, 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 wow. Es ist noch Warm-up. Bringen wir also mal ein bisschen rum und lassen uns nicht von der sehr schlechten Framerate durch meine Spielaufzeichnung beeinflussen. Werdet ihr trotzdem mindestens einen Kill in dieser Runde schaffen und ihr werdet live dabei sein. Und ich hoffe, ich habe mit diesem einen Kill nicht zu viel versprochen. Bis denn, euer Ben. Warum sind hier denn keine Leute? Da ist jemand. Hallo. Team bereit machen. Ah, ich kann jetzt nicht mehr schießen, weil es jetzt losgeht. 3, 2, 1. Motherfucking shit. Ja, ich kämpfe. Wo seid ihr, Teammates? Wow, ich möchte nicht. Scheiße, Führung verloren. Und woran lag's? An mir natürlich. Tank. Ja, yeah, ich bin der Tank. Ich bin es. Oh yeah. Wo bist du denn, Kai? Ich werde einen Frack machen. Und zunächst werde ich gefrackt. Aber das ist alles so wie vorgesehen. Coole Musik, nicht so cool wie von Doom 2016, aber coole Musik. Was ist los? Ja, ich muss hier mal ein bisschen hier reinkommen jetzt. Was ist das für eine Scheiße? Oh, meine Güte. Klein. Nicht viel zu beigetragen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Boah. Was ist denn da los? Will doch keiner. Die Leute wollen, dass ich einen Kill mache. Denn ein Kill für mich ist auch gut fürs Team. Oh, fick dich doch, du Hure! Ah! Hanno! Auf ihre Signatur. Oh, shit. Aber ist egal. Hier ist schnelles Sterben, gehört hier zum Programm. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Das hier ist so fast-paced, faster geht es kaum. Oh Gott, ich dachte ja, ich erwische da wenigstens mal einen. Ja, ich habe schon jetzt auf eine Kerze geschossen, weil ich sie mit einem Gegner gewechselt habe. Was ist hier los? Was ist hier los? Warum ist denn hier keiner? Ich sollte mich immer mehr an meine Teammates halten. Kann ich vielleicht da ein oder zwei Kills abgreifen? Wenn ich gar keinen Kill der Runde schaffe, dann spiele ich heute auch nicht mehr. Oh Mann! Ich muss mindestens einen Kill machen, sonst ist dieser Spielmodus auch für mich gestorben, denn dann realisiere ich einfach, dass ich dieses Spiel nicht halb betrunken spielen kann und das möchte ich. Ich möchte es halb betrunken spielen. Ich wollte hier nicht sterben. Geil. Was
ja aber auch ein bisschen erstmal die Map kennenlernen. Ne? Das ist der Grund, warum ich nur Dings habe. Oh, meine Güte! Kann ich denn bitte einmal nur ein verficktes... Oh, fickt euch, ich möchte euch nicht. Nein, lasst mich in Ruhe. Nein, lasst mich in Ruhe. Oh, Mann, ey. Protection erscheint. Ah, toll. Geht's hier nicht lang? Boah. Mann, ich dachte, den hätte ich jetzt erwischt. Immerhin habe ich ihn mal gehittet. Protection erschienen. Gegner hat Protection. Was ist los? Gegner hat Protection. Was seid ihr denn? Aber... Enemy Team wins. Scheiße. So, eine Runde müssen wir noch. Dann endet dieses Video auch. Aber ich habe nicht einen Kill gemacht. Aber Shikimeki hat auch nur einen Punkt gemacht. Das heißt, er hatte auch nur einen Kill. Ja. Aber ich habe zwei Assists gemacht. Ja, auch was. Ja. Naja, mal sagen. Es ist schon etwas wert. Nicht viel, aber etwas. Und wir alle wissen, etwas ist häufig mehr als nichts. Sogar immer. Oh, Level 6. Das hat sich natürlich gelohnt. Geil. Das hier heute. Da habe ich blick durch dieses ganze Leben noch überhaupt nicht durch. Außer. Na egal, suchen wir jetzt erstmal ein neues Match für Unholy Trinity. Und eine Match spiele ich danach und dann muss ich leider Essen machen. Pizza, bereits angekündigt. Und es wurde ein Match gefunden. Das hat ja nicht allzu lange gedauert. Sehr gut. Ich lade Server. Ich lade alle Server. Spieler 4 von 8. Ja. Stimmt ab. So, was nehmen wir denn mal? Molten Falls möchte ich nicht. Das hatte ich ja gerade eben schon. Bloodrun. Oh, schon wieder. Mann, ey. Kennt doch jetzt jeder diese Kack-Map. Wollte ein bisschen Abwechslung hier für das Video. Aber, das Gute ist natürlich, vielleicht erleben wir einen Kill einerseits auf dieser Map. Einen. Mal schauen. We have a superior force. Alter Schnauze. Ich muss jetzt einfach ein paar Zielübungen zu. Ich möchte gerne da oben das Ding treffen. Habe ich getroffen. Jetzt die Kerze! Ah ja. Jetzt den Leuchter! Naja. Jetzt die Kerze! Naja. Jetzt das Ding! Naja. Segen! Ich will dich segen! Schade. Schade, ich dachte, ich könnte ihn ein wenig sägen. Team bereit machen. Kann nicht mehr. Runde beginnt in 3, 2, 1, kämpft. Oh yeah. Geht los, Leute. Leute! Konzentriert euch noch mal. Geht los. Wir müssen uns jetzt wirklich konzentrieren, damit ich einen Kill bekomme. Warum bin ich jetzt hier mittendrin? Da habe ich gar keine Lust drauf. Oh, lass mich erfrieren. Nein!
Ja, ich habe einen Kill! Nicht alleine gemacht, aber ich habe ihn! Oh, motherfucking shit, er ist da! Auf meinen Buddy hier zu attackieren, du Spast! Oh, meine Güte, immer muss ich hier richtig ficken! Ich kann ihn nicht treffen! Ich kann ihn nicht treffen! Ich werde dich nie treffen! Egal, ich gehe jetzt mal ganz schnell weg. Wo kommt er da? Seid ihr Spasten! Hab ihn getroffen. Oh yeah. Erscheint. Yeah, zwei Fraction. Meine Güte. Unglaublich. Ich bin ein richtiger Pro-Gamer. Das müsst ihr wissen. Ich bin so pro. Das ist kaum zu fassen, es ist Score. Wie man sieht. Oh nein! Mann, komm doch zu meiner Hilfe! Hilf mir! Hilf mir! Can't take much more of this. Halt die Schnauze, blöde. Oh, ich finde das gut, wenn man durch diese Portale geht, dass der Ton dann einmal so ganz kurz abgedämpft wird. Ziemlich cooler Effekt! Ah, ich dachte, den erwischt. Oh, was für eine Fülle. Oh, halt! Oh, halt! Einfach mal wild drauf losballern. Ja! Sieg! Das hat Spaß gemacht. Okay. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf TVLTP mit einer weiteren Runde Unholy Trinity Team Deathmatch. Quake Champions. Erken, Racken, Rucke die Backen!